Was lohnt sich eigentlich mehr? Für 100 Euro Produkte öffnen oder für 100 Euro Einzelkarten kaufen? Viele von euch fragen mich, wie man am besten eine Sammlung anfängt. Heute werde ich diese zwei Methoden testen und miteinander vergleichen. Und am Ende schauen wir, was sich am meisten gelohnt hat. Dafür öffne ich eines der neuesten Sets, da dieses viele gute als auch günstige Karten mit sich bringt. Fangen wir doch erstmal klein an, und zwar mit 25 Euro. Zuallererst habe ich mich online nach guten Angeboten umgeschaut, da man dort Pokémon Booster meistens günstiger bekommt als in irgendwelchen Läden. Zum Beispiel habe ich dieses Dreierblister hier für knapp 10 Euro gefunden und da habe ich direkt zugeschlagen und mir zwei Stück geholt. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen. Mit Versand kommen wir da circa so auf 23, 24 Euro und jetzt müssen wir bloß warten, bis die Sachen da sind. Hier sind unsere zwei Blister, die wir bestellt haben und ja, wir gucken jetzt mal rein, was wir hier Schönes haben. Hoffen wir mal, dass wir hier was Cooles drin haben. Wir haben natürlich auch für unsere Sealed-Sammlung hier eine schöne Promokarte mit einer schönen Holoswirl. Und wir schauen jetzt einfach mal rein. Wir können ja auch gar nichts drin haben. Wir hoffen einfach mal, dass wir natürlich hier irgendeinen Hit drin haben werden. Denn selbst jede Karte von denen hier würde natürlich auch das Set Paldea-Entwicklung vervollständigen. Eine Jet-Energy, eine sehr, sehr nice Energie. Und wir gehen hier tatsächlich heute mal auf ein bisschen Glück. Dino. Und wir haben ein Spiritomb in Holo. Ob der Dario das kaufen wird bei den Einzelkarten, weiß ich nicht. Ganz wichtig natürlich, ihr könnt auch heute was gewinnen. Bleibt dementsprechend auch bis zum Ende dran. Denn ich glaube, viele von euch werden sich hier über etwas freuen. Wir haben hier ein Slaking in Holo. Das ist auch noch nicht so berauschendes. Aber wir haben ja noch hier alles möglich. Wir haben ein Wupon, eine sehr, sehr coole Karte. Pikachu haben wir am Start. Das sieht auf jeden Fall schon mal von den Comments sehr gut aus. Ja, Frigibugs. Ja, das waren jetzt drei Booster mit gar nichts. So fühlt es sich an, wenn man 10 Euro einfach versenkt hat. Also im wahrsten Sinne des Wortes war es ja leider so halt. Also es macht mir Spaß, diese Booster-Packs gerade zu öffnen, aber ja, es ist gerade irgendwie noch nicht so, dass ich sage, hey, wir haben hier gerade das Nonplusultra geholt. Ich glaube, für 10 Euro kann man schon ein paar coole Einzelkarten holen, aber noch ist nichts vorbei. Wir wollen natürlich noch irgendwas Nices haben. Super Energy Retrieval und ein wunderschönes Gran Forgita in Holo. Ja, gut. Bei der Sealed-Sammlung sieht es bisher noch nicht so gut aus, muss man sagen. Ja, es ist ein Luxtra Holo. Das war jetzt irgendwie nicht so berauschend. Joa, wir haben jetzt gerade 24 Euro in den Sand gesetzt beim Öffnen. Gucken wir mal, was wir für 24 Euro bei den Einzelkarten bekommen können. Dann schauen wir doch einfach mal rein. Da haben wir einige coole Banger, die man halt ziehen kann halt, ne? Enigmara, Carpador, Tianpao. Man hat nicht immer Glück bei Openings. Das ist das Problem halt. Aber wir haben jetzt ein Budget von ca. 25 Euro, was wir halt ausgeben können. Und wir werden da auf jeden Fall was Nices mitnehmen, sage ich euch. Rein da. Weißt du was? Ich glaube, so Goldkarten sind cool. Gehen wir mal rauf bei dem Ding Lu hier. Sollen hier Mint sein? 7 Euro. Kostet zusammen wahrscheinlich mit einem Brief ca. 8 Euro. Ja, sind schon fast bei 10 Euro. Aber eine Goldkarte, das wäre ein Blister halt gewesen, was wir geöffnet haben. Du kannst drei Booster öffnen oder so eine Goldkarte einfach mitnehmen. Ich gehe einfach komplett runter. Auch das hier halt, ne? Das ist ein Giacomo. Das ist eine Altart. Aber ich möchte ganz gern was Passendes haben halt, was halt irgendwie zu den Karten hinhaut, die wir halt jetzt auch schon haben. Ich nehme so ein Patina Raja, glaube ich, nehme ich mit. 4 Euro kostet circa. Und ich glaube, ich finde Juju ganz cool, und weil wir hier schon eine Goldkarte haben, würden wir die noch eigentlich, glaube ich, ganz geil finden, oder? Jetzt kann man vielleicht noch gucken, ob man noch irgendwo bei irgendeinem Dude nochmal was kaufen kann vielleicht. Das macht ja mehr Sinn, halt bei einem Händler vielleicht mehr zu kaufen. Der hat nur ein Pikachu EX für 1,50 Euro. Ja, warum nicht, ne? Nehmen wir ein Pikachu für 1,50 Euro, nehmen wir noch ein Pikachu mit. Und ein Patina Raja EX für 50 Cent. Machst auch nichts verkehrt, glaube ich. Dann haben wir unsere 21,88 Euro. Mega gut. Und wir haben noch sehr viel Geld über. Nehmen wir. Beim nächsten Kauf wollte ich gleich etwas mehr zuschlagen. Eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse bekommt man bei den Sleeve-Boostern, von denen ich direkt mal 10 Stück für knapp 35 Euro mitgenommen habe. Miauskarada. Ich habe heute ein Ziel. Ich habe ja gesagt, ich ziehe heute eine Altart. Sollte möglich sein, ist möglich, kriegen wir einen super Angel. Schon mal eine sehr, sehr gute Karte. Liebeskuss, denn ich sag's euch, mit ein bisschen Liebe kriegt man auch eine Sammlung zusammen, die hoffentlich Sprigatito und Gyarados. Ja, warten's ab. Krieg jetzt noch was hier. Am liebsten hätte ich tatsächlich, oh, unsere allererste Iono, die wir hier haben, Enigmara, eine sehr, sehr gute Karte tatsächlich halt auch. Also über die bin ich schon sehr, sehr glücklich. Aber wir ziehen jetzt
Alter, ich sag's dir, das läuft richtig gut, das Experiment. Was ist mir los? Haben wir schon einen Hit? Nein! Pass auf, ich zeig dir, wie wir einen Hit ziehen, Alter. Please? Please? Hey, es ist... Ich sag's dir, wir kriegen jetzt den allerersten Hit. Ja? Ja? Leute würden niemals glauben, dass ich das tatsächlich die ganze Zeit mache so und sage, yo, das ist eine smarte Sache, Booster zu öffnen. Irgendwie kommt das gerade nicht so rüber, oder? Irgendwie gar nicht. Ey, Luminous Energy und Excalibur ist schon sehr, sehr geil. Aber ich möchte jetzt auch mal ein paar Hits haben. Das kann doch nicht sein, Alter. Wir haben schon die Hälfte weg. Können wir nochmal neu starten? So, ich zeig dir die Karten. Du sagst mal, ob das geil ist oder nicht. Okay, mal hin. Ist ein Hit? Okay, wir haben irgendwas Leuchtendes. Irgendwas Leuchtendes. Ist doch schon mal nice. Ey, oh gut, es ist immerhin eine EX. Es war eine allererste EX und keiner sagt mir, dass die wenigstens... Die kostet bestimmt einen Euro, oder? Die kostet bestimmt einen Euro. Jetzt 10 Cent kostet der Kollege. Ich brauche nicht mehr, ich will nicht mehr. Eine EX, 10 Booster Packs. Ich will doch nur einen Hit haben. Einen Hit. Aber es kann auch sein, dass ein Hit alles verändert halt. Wir haben Reversal Energy, auch eine sehr, sehr coole. Boss's Order, okay. Und nochmal ein Gyarados. Stabil. Witzig. Rein theoretisch könnten wir hier drin eine Enigmara drin haben, eine Carpador-Karte drin haben, die sehr viel Geld wert ist. Aber wir wollen ja auch ein bisschen Variety drin haben. Das heißt, ich wäre mit allem zufrieden. Aber wie gesagt, eine so eine Karte kann das komplette Format hier drehen und kann die, ich sag mal, Sammlung, die wir halt öffnen, in Führung bringen. Ob das jetzt klappt? Da schauen wir mal rein, hey, weil das ist jetzt das Wichtigste ever, ey, ob das jetzt hier uns gelingt oder nicht. Tinketuff! Das ist schon vorbei. Ja gut, hat nicht so geklappt. Der Sealed Bind hat einige Common-Karten und mir ist aufgefallen, es wäre relativ smart, sich Einzelkarten zu kaufen und das auf Kartenmarket, weil die kosten normalerweise nicht so viel. Und ich habe jetzt tatsächlich einen Händler hier gefunden, ne? Komm mal her. Ich habe jetzt hier alleine schon 82 Karten, das sind alles Karten aus Entwicklung in Paldea. Das ist schon fast so die Hälfte des Sets, kann man sagen. Das ist absolut insane. Aber eine Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wie teuer sind 100 Karten? Rein da und rein da und ich nehme jetzt einfach alle mal rein. Also sieht schon mal ganz gut aus. Ich kann schon nichts mehr klicken. So viel haben wir hier angeklickt. Der hat einfach fast alle Paldea-Entwicklungskarten halt in Cardmarket reingestellt. Props dafür, Bro. Aber das ist gut für mein Video. So kann ich mir jetzt jede Karte einfach so holen. Und wir haben 100 und wir sind bei 6,20 €. 100 Karten für 6,20 €. Ein Booster-Pack kostet 3 bis 6 € circa und du kriegst für 6 Euro einfach 100 Karten für dein Master-Set. Das ist insane. Und da wir jetzt noch mehr als genug Budget übrig haben, habe ich den Einkaufswagen immer weiter gefüllt, bis dann irgendwann das passierte. Was ist hier denn passiert? Was? Der hat ein Legi, was für ein Taui da drin ist. Ey, ich sollte nicht nur klicken, ich sollte auch gucken. Ich habe jetzt alle Karten, die im Mainset sind, abgezogen natürlich von den EXs und natürlich auch von den Secret Rares, Full Arts und Art Rares, alle Common-Karten und Holo-Karten bei einem Händler in den Einkaufswagen gepackt. Und es sind 178 Karten, die ich bekomme für unter 10 Euro. Ich bezahle jetzt hier einfach 9,21 € und habe einfach alle Karten im Set und auch mega viele in meinem Binder. Mega nice. Okay, Status-Update. Wir haben jetzt noch einen kleinen Restbetrag. Und ich habe diesen natürlich schon eingeplant für noch mehr Sleeve-Booster. Weil die so gut waren gerade. Jetzt geht's rein. Und ich sag dir, also schlimmer als beim letzten Mal ging's ja nicht. Aber wir haben uns gebessert zum allerersten Part. Dementsprechend schon mal gut. Aber wir haben natürlich sehr viel Geld ausgegeben. Das kommt natürlich dazu. Aber es kann nur besser werden, sagte meine Mutter immer. Und ich sag dir, diese Sammlung wird saftig-knaftig werden. Denn, wie gesagt, es können ein paar Karten kommen... Und es ist die erste Karte. Maus holt Art. Art Rare? Art Rare. Das ist die allererste richtig coole Karte, die wir gezogen haben. Nicht nur vom Aussehen her, sondern auch eine Karte, die ich persönlich einfach gerne sammeln würde. Es ist ein schönes Artwork. Es spiegelt Pokémon sehr gut wieder. Und es ist, glaube ich so, bisher meine Favorite-Karte aus dem Sealed-Ordner. Maus holt. Hol ihn raus. Holt. Ich will das scheiß Carpador haben. Kann ich das sagen? Kann ich bitte das Carpador in Art Rare bekommen? Ey, oh, wir haben jetzt gerade eine Art Rare gezogen, aber ich sag dir, das Carpador in Art Rare. Oh, das ist cool. Also es ist zwar kein guter Hit, aber es ist Virtual in Reverse. Und der ist cool für ein geiles Deck. Aber es glitzert nicht, dementsprechend ist es nicht relevant. Okay, pass auf. Es hat vorhin so geklappt, ich mach nochmal ein Ihr seht es zuerst, Pat. Das ist eine Energie. Ja. Das ist eine Full Art. Passt. Und das hier ist eine Alt Art. Nee. Nicht? Aber wir haben den Hit.
Wir haben einen Hit. Also du hast mich angelogen, aber wir haben einen Hit, was schon mal ganz gut ist. Es ist ein Ting Lu. Nice. Ey, es ist safe besser schon mal. Wir haben schon 3 richtig nice Karten. Aber wir haben nicht mehr so viel Booster, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen jetzt. Wir brauchen einfach nur ein paar Banger, damit wir... Die erste Seite muss gut sein. Die allererste Seite im Binder muss saftig sein. Und damit haben wir noch was Saftiges. Und was super Saftiges. Junge, eine Gold und eine Full Art, eine Pack. Mega geil. Und damit haben wir schon mal für den ersten... Für die erste Seite die Karten der Karten. Alter, der sieht mega cool aus. Und der hier ist mega nice. 3 Booster Packs. Sehr, auf jeden Fall eine Steigerung zu dem, was wir sonst hatten. Aber es kann noch besser werden. Es kann natürlich noch schlechter werden. Weil das Ding ist, wir doppeln jetzt natürlich auch schon bei den 4 Uncommon-Karten. Das heißt, jedes Pack bringt uns jetzt gerade nicht mehr so viel wirklich. Und dann müssen wir jetzt halt mal ein bisschen schauen. Auf was ziehen wir jetzt ab halt, ne? Wir hatten jetzt einen massiven Pull. Yeah. Aber wir müssen jetzt tatsächlich auch mal ein paar andere Common-Karten ziehen, damit wir... Oh boy, das ist schon mal sehr, sehr geil hier. Eine weitere Ardre, die wir gezogen haben. Und ich glaube, Azugladis hatten wir auch noch nicht, was auch eine ganz coole Karte ist. Wir haben noch ein Booster-Pack. Die riechen halt echt nicht so lecker, ne, die Packs. Aber weißt du was? Sie müssen nicht lecker riechen, sie müssen abliefern. Und ich hoffe, dass dieses Pack jetzt abliefert. Let's go, komm schon. Mankey. Wir haben die Mountains. Ja, Tauros. Despota und wir haben nochmal einen Clavel in Full Art gezogen. Das ist nochmal ein sehr, sehr schöner Hit, den wir hier haben. Bevor wir zum letzten großen Kauf kommen, ziehen wir doch mal eine kleine Zwischenbilanz und schauen uns an, wie unsere Sammlung aktuell ausschaut. Bei der Seal Collection sieht es bisher so aus. Wir haben viele Commons und Uncommon-Karten gezogen. Auch Holo-Karten und Reverses waren definitiv da. Aber bei den richtig großen Hits haben wir jetzt nicht mal eine Binder-Patch vollbekommen. Auch wenn die Karten cool aussehen, fehlt es da leider an etwas. Dazu muss man aber sagen, dass es natürlich auch in eine komplett andere Richtung gehen kann. Heute hatten wir nicht so viel Glück, aber man kann auch sehr viel Glück haben. Auch ein sehr, sehr geiler halt, ne? Also ich mag alle, selbst Excalibur. Alle, die da drin sind, let's go! Maskagato in Gold! Junge, der glänzt! Außerdem gehört beim Booster-Öffnen eine Sache hinzu, die viele wahrscheinlich vergessen. Und zwar der Spaß am Ganzen. Für mich ist es ein nostalgisches Gefühl, Booster-Packs zu öffnen und immer wieder überrascht zu werden. Ob man was Gutes zieht oder was Schlechtes oder gar etwas, was man für seine Decks benötigt. Es ist immer wieder eine Freude und dementsprechend ein wichtiger Aspekt, den man nicht vergessen sollte. Aber wir haben natürlich jetzt noch ein bisschen Geld, was wir ausgeben können für Einzelkarten. Und ich kann euch eine Sache sagen, ich habe noch was sehr, sehr Großes vor heute. Und was wir auch verlosen werden, das erfahrt ihr auch noch. Kommen wir zum Finale. Wir haben bisher ungefähr 30 Euro ausgegeben für unsere Karten. Unser Binder ist schon recht gefüllt und wir haben auch einen guten prozentualen Anteil unserer Sammlung. Aber 70 Euronen, die geben wir jetzt knackig aus. Und da haben einige Karten, die ich haben möchte. Yalla! Wir gehen auf Masse. Ticketon. Ticketon ist ein guter. Ich nehme den einfach jetzt mit. Cavallaro. Hat er die angebissen oder was ist hier los? Was hat er da angemacht? Skelecroc EX. Secret Rare. 19 Euro, ein Angebot in mein Einkaufswagen. Postelka für 1,50 Euro. Warum nicht? Skelecroc, der ist in der Schweiz. Kann nicht so teuer sein. 10 Euro Versandkosten. Ich kaufe den für 10 einfach. Bam. Ich möchte schon 4 Goldkarten haben. Dann haben wir 4 geile Karten in Gold. Wir haben ja die Ting Lu im ersten Kauf gehabt. Wir haben dann alle 3 Starter. Wir haben eine Altart gerade mit Gran Fogita. Und dann habe ich hier noch 2. Brauche ich die... Ja, let's be real, die brauche ich nicht. Ich habe 68,91 Euro gehabt und habe diese investiert in Art Arts, Goldkarten und EXs. Und jetzt sind endlich alle Sachen da, damit wir den Binder vervollständigen können. Doch die Frage ist nun, was haben wir hier alles drin? Das sehen wir jetzt. Wie schon gesagt, waren das die letzten Karten und die werden wir jetzt hier schön reinsliden. Wenn ich mir überlege, dass das hier 100 Euro waren und ich sehe, wie viele Karten ich dafür bekommen habe, bin ich mehr als zufrieden. Gleichzeitig haben wir 4 Goldkarten, wir haben eine Altart, wir haben 2 Fullarts, wir haben viele EXs und natürlich einige Common-Karten, die das Set vervollständigen. Ich habe also jetzt 2 Sammlungen für jeweils 100 Euro. Die eine Sammlung, wie ihr vielleicht sehen könnt, ist sehr gefüllt mit vorne wunderschönen Karten. Wir haben Gold, wir haben Altarts, wir haben EXs und auch zahlreiche Common-Karten, die das Ganze verzeihen.
verzieren. Und bei der anderen Sammlung sieht es etwas, ja, löchriger aus, würde ich an der Stelle sagen. Und ihr könnt, by the way, den gesamten Binder mitsamt allen Karten gewinnen. Um mitzumachen, schreibt in die Kommentare, welche Karte eure Lieblingskarte aus Paldea-Entwicklung ist. Ich verabschiede mich, schaut euch gerne das Video an, denn hier haben wir versucht, eine Sammlung zu vollständigen innerhalb von einer Stunde.